Guten Morgen, meine Freunde. Euer Coach hier. Sassy. Yes. Ich guck gleich mal in eure Fragen rein. Interessiert mich auf jeden Fall. Ich habe gerade gerade keine Ahnung, was für neue Videos ich für YouTube machen soll. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob ihr da einige Vorschläge habt. Der Kryptomarkt ist ja gerade so explosive Seitwärtsbewegung. Deswegen mal schauen, ob ich ein paar andere Themen wieder aufgreife. Und ich gucke gleich in eure Fragen. Vielleicht auch nochmal von gestern ein paar aufgreifen. Mal schauen, ich gucke. Wieso fehlt im Multi Jod und Magnesium? Magnesium und Jod, weil du das beides nicht in guten Dosierung da reinbekommst. Das ist der Grund. Weil Jod, guck mein Jod-Video, so wichtig und das reicht definitiv nicht in der Menge. Das ist der Grund, warum man nicht alles in eine Kapsel bekommt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel denkt, irgendeine Aminosäure müsst ihr 5 Gramm nehmen. Das heißt, hier ist die Aminosäure da drin und es sind alle Vitamine drin. Ja, da müsste die Kapsel 30 Gramm wiegen. Das heißt, das ist das Problem. Das Multi ist komplett abgedeckt, aber Vitamin D brauchst du trotzdem, weil die Bestimmung ist rechtlich, du darfst nur 1000 Einheiten pro Tag empfehlen. Deswegen macht man das einzeln. Deswegen macht man Jod einzeln, weil das kriegst du nie in der Dosierung da rein. So auch mit den Magnesium, Calcium, Kalium. Du kannst es nicht alles vereinen, es geht nicht. Es ist ausgeschlossen. Habe ich natürlich auch gefragt, versucht, irgendwas. Aber so wie es ist, ist es schon wirklich optimal. Guck das Video, was ich nehme. Keine Empfehlung. Also, das ist die absolute Basis in meinen Augen. Okay, deswegen unbedingt gucken. Das ist übrigens eine richtig geile Idee, habe ich gerade nochmal gelesen. Wenn ihr dankbar seid oder wenn meine kostenlosen Videos dir geholfen haben auf YouTube und so, dann nimm Geld und spende es an Kinder oder irgendwas Gutes. Okay, gib zurück. Die Meisterklasse ist, such dir selber jemanden, dem du helfen kannst und gib es direkt in die Hand. Okay, dass du die Freude spürst. Das alleine wird dein Leben verändern. Okay, gib zurück immer. Hessel, was hab ich bitte davon, wenn ich mein Geld verschenke? Ich bin ja nun mal kein Millionär, ne? Bist du egoistisch? Dann gib. Ganz einfache Regel. Ganz einfach, weil es wird mehrfach zurückkommen. Nicht von der gleichen Person, aber von anderen Personen. Wenn du was Gutes tust und gibst, kommt es doppelt, dreifach und zehnfach zurück. Nicht nur Geld, sondern auch dein Stresslevel geht runter und dein Glück katapultiert sich hoch. Viel mehr in allen Studien bewiesen, als wenn du selber ich kaufe was für mich. Nein, das macht dich nicht glücklich. So, meine Freunde, jetzt ist wieder Storytime aus meinem Leben, als ich 13 war. Und dann sage ich auch danach, warum ich genau das sage. Und zwar, ich war 13 früher und war halt sehr guter Basketballspieler und habe bei der A-Jugend mit trainiert. Die waren 17, 18. So, und die waren natürlich viel älter, größer, stärker und alles. Und dann ein Freund von mir hat in einer Angriffssituation, habe ich geworfen und er kam und hat mich so weggeblockt und so richtig so und alle anderen in der Mannschaft so, ey, was soll das? Ey, er ist 13, was machst du da? Und er so, nein, das ist gut, das muss er lernen, okay? Und klatscht mir so auf den Arsch, sagt, du musst es lernen, wenn du hier spielen willst, musst du es lernen. Das ist mir immer im Kopf geblieben. Okay, ganz einfach, weil er wollte mir helfen. Er hätte mir nicht geholfen, wenn er gesagt hätte, oh, du bist 13, geh mal zum Court. Nein, er hat mir so geholfen, weil ich dann vorsichtig war. Worauf will ich hinaus? Will ich hinaus, dass 99,99% von euch sind ja immer positiv und freut es wie direkt, ich versuche zu helfen. Gestern hatte ich aber eine Followerin, die hat mich verlinkt und hat gesagt, ja, ich weiß, einige von euch kommen mit seiner direkten Art nicht klar. Dann habe ich ihr sofort geschrieben, wenn sie, check deinen Freundeskreis, wenn sie damit nicht klarkommt. Weil das Thema ist die kognitive Dissonanz. Wenn ich ausrufe, hey, gibst du deinen Kindern Alkohol? Weil Süßigkeiten sind genauso schlimm wie Alkohol. Wenn du jetzt denkst, liebst du dein Kind nicht? Das ist ein extremer Angriff. Wenn du jetzt kognitive Dissonanz hast, dann sagst du, okay,
mein Weltbild, ich liebe mein Kind eigentlich mit, ich vergifte es, passt irgendwie nicht zusammen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich ändere es, und das machen die meisten, weil sie ihre Kinder lieben, und ihr guckt mir zu. Und die anderen sagen, stimmt nicht. Nee, den mag ich nicht. Nee, das stimmt nicht. Aber die können nichts gegen den Fakt sagen. Das ist die kognitive Dissonanz. Und deswegen nochmal, mir ist es völlig egal, was Leute denken. Mir ist es völlig egal, ob ich mehr oder weniger Geld verdiene. Darauf kommt es nicht mehr an. Es geht mir nur darum zu helfen, weil ich weiß, das ist das beste Geschäftsmodell, zu helfen. Ganz einfach. Und das ist das Fundament von allem, was ich mache, von A bis Z. So, und ich bin nicht wie irgendwelche Influencer. Ihr kennt den Namen, okay? Übergewichtig, alles, wer weiß was, dann Adern auf dem Bauch, dann wieder 30 Kilo zugenommen, wieder 30 Kilo abgenommen, in einem Monat Adern auf dem Bauch, dann abhauen, ach nee, das wird mir alles zu viel, dann zugeben, ich habe eine Essstörung, dann sagen, ich habe zwar ein Programm verkauft, zweimal zwei Minuten in der Woche, aber ich habe selber jeden Tag 7 Stunden drin, dann jetzt wieder übergewichtig in den Supermarkt zu gehen und sagen, ihr könnt ruhig Zucker essen, esst ruhig Zucker, weil ich will ja sympathisch wirken. Und alle darunter so, ey, du bist so sympathisch. Ja, genau so ist das. Weil gesund ernähren, ich habe gehört, das ist voll ungesund und krank. Es ist ganz normal, immer Zucker zu essen. Du musst ja auch boxen. So, meine Freunde, ich habe jetzt 75 Minuten, gleich in 40 Sekunden. Das war's erstmal. Ich melde mich später nochmal. Und was wollte ich noch sagen? Jetzt mit den Kids ein bisschen in Indoor-Playground, weil Outdoor ist ein bisschen zu heiß. Da sind so 38 Grad draußen ungefähr, 37. Und bis später. Oh, der Dinosaurier ist heute aktiv. Da haben die Kids ein bisschen Angst. Ja, meine Freunde, Indoor-Spielplatz, immer was los für Kids, Kino, Ben 10, oben Bahn, unten Bahn, Avengers und alles Mögliche. Papa, wird das gehen mit dir? Ja, okay, gehen wir jetzt. Also wenn ihr in Dubai seid, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeikommen, aber es wird wieder voller in Dubai. Früher mussten wir nie anstehen und jetzt muss man schon ein bisschen anstehen überall. Das ist natürlich nicht so geil.